Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute für die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rider Origin. Viel Spaß! Und wir machen einen neuen Spieler. Entweder über den Kämpfer oder. Die Magierin. Es gibt leider nur eine Magierin und einen Krieger. Ich kann die Geschlechter auch nicht ändern, also sprich aus der Magierin einen Magier machen. Geht nicht. Ich kann nur noch das den Anzug ändern. Ja. Jetzt habe ich glaube ich Magierin genommen, nämlich jetzt den Krieger. Schon lange nicht mehr gehabt das Spiel. Aber nicht schlimm. Okay, das war neu. Das kannte ich nicht bei dem Spiel. So, und jetzt, was sie machen muss, ist immer nur Quest bestätigen, anziehen. Bestätigen. Hier. Ach, dann schauen wir mal kurz zu. Spielen wir das hier die 10 Minuten. Los, Supi hat halt den Umgang. Der erste Boss. Also richtiger Boss. Das davor waren nur die Challenge Bosses. Oder irgendwie so. Thank you.
Und da wieder so Challenge Boss. Hier ist ein roter Punkt. Easy going. Ich bin schon Level 21. Hey, das geht schnell. Der nächste Bus. Kommt der nächste richtige Boss. Ein Fan. Kriege ich doch nicht. Erst mit 52. Ich bin erst 31. Also ich probiere bis 52. Oh, ich spiele bis 52. Wenn ich das erreicht habe, dann haben wir meine Flügel. Mal die Flügel, dann können wir fliegen und dann können wir Red Bull trinken. Ah, nee, da brauchen wir gar keinen Red Bull mehr. Red Bull vielleicht fliegen. Challenge-Boss. Der ist aber klein. Der hat eine Armbrust. Warum steht das so lange bei mir? Oh, jetzt sind hier ein paar mehr rote Punkte. Thank you.
Gleich haben wir die Flügel. Wieder Change Boss. Super. Jetzt laufen die letzten paar Minuten. Noch 4 Level brauchen wir, dann haben wir die Flügel. Warum sagt er mal, ich muss hier drauf drücken? Oh, der nächste richtige Boss. Super. Das war anstrengend gewesen. Okay, ich bin 52, da ist meine Flügel. Geboostert habe ich sie schon. Es sind genau 10 Minuten, wo ich auf Handy geschaut habe, also schon ein bisschen mehr. Gut. Flügel boostern. Bin jetzt in einer anderen Welt. Wie schön. Und wenn ich beim Boss bin, werde ich auslocken. Weil wenn ich da bin, wo er steht und ich switch mich auf, dann kämpft er mal an dieser Stelle weiter. Und ich hoffe, wenn ich mich beim Boss auslocke, dass er sich, dass beim Boss dann immer weiter kämpft. Und das muss noch einmal kurz warten bis zur nächsten Quest. Auch hier. Auslocken. Okay. Ah, ich werde rausgeschickt. Ich kann mich nicht da drin auslocken. Mist! Wenn ich so einen harten Block sowas mache, vielleicht macht das hier da. Das werden wir erst beim nächsten Mal erfahren. Also sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss!